Besonders bei Airlines ist es so, dass die Daten eine extrem, extrem große Rolle spielen. Das heißt, ohne Daten funktioniert eine Airline überhaupt nicht. Und deswegen freue ich mich besonders, dass wir heute Dr. Susan Wegner da haben. Sie ist Vice President Artificial Intelligence und Data Analytics bei der IT-Beratung der deutschen Lufthansa, nämlich Lufthansa Industry Solutions. Und als studierte Informatikerin und Mathematikerin ist sie absolut vom Fach und hat während ihrer Promotion, galt sie als erste Anwenderin von künstlicher Intelligenz. Und meine Frage an Susan Wegner: Kann Technologie die Welt retten und damit vielleicht auch die Airline-Branche? Wir freuen uns auf Antworten von Susan Wegner. Herzlich willkommen bei der Tech Conference. Jetzt hat es geklappt. Vielen Dank. Wunderbar. Hat ein bisschen gedauert. Ja, ich freue mich, dass ich heute hier im Rahmen der Konferenz, finde ich eine super Veranstaltung, dass ihr das so organisiert, ein paar Gedanken zu AI geben kann. Und ich würde mal meinen Bildschirm hier teilen. Ich gehe mal auf das Anwendungsfenster. Meine Präsentation. Dauert leider einen Moment. Ich hoffe, dass man jetzt was sieht. Wir sehen den Bildschirm. Gut, aber ich fange mal von vorne an. Okay. Ich fange mal an, wo ich überhaupt herkomme. Wie du schon gesagt hast, ich habe einen technischen Hintergrund, Informatik und Mathematik. Bin in dem Feld Daten, Artificial Intelligence schon lange unterwegs und bin jetzt aktuell bei der Lufthansa Industry Solutions, bin da verantwortlich für 100, ich sag mal, Data Scientists, Engineer und Analysten, Architekten. Wir machen nicht nur was für die Lufthansa im Moment, da komme ich bei dem einen oder anderen Case nochmal drauf, ein bisschen weniger. Aber wir sind auch in ganz anderen Industrien unterwegs. Und wie der Heiko vorhin gesagt hat, also nicht nur Proof of Concept, sondern auch wirklich mit absolutem Schwerpunkt auch Sachen in den Betrieb zu bringen und auch zu betreiben, also auch AI-Solutions. Und da ich nicht wusste, Unterbrechung bitte. Könntest du bitte auf den Präsentationsmodus schalten, dass wir die Slides groß sehen? okay, Das wäre super. das mache ich gerne. Danke. Jetzt sollte es geklappt haben. Ja, perfekt. Okay. Gut. Da ich nicht wusste, ob meine Vorredner schon ein bisschen was zu KI gesagt haben, nochmal ganz kurz, und ich finde es immer ganz gut, es einfach nochmal zu sehen, was verstehen wir darunter, mal ganz lax gesprochen, eine Maschine, die die Eigenschaften des Menschen, ich sag mal, nachbildet, so ganz kurz. Und was ich immer wieder erstaunlich finde, deshalb mag ich dieses Slide, ist, wenn man auf der linken Seite sieht, so sehen, hören, fühlen, denken, planen, was wir als Mensch alles haben. Und man sieht dann auf der rechten Seite, also links ein Mensch, rechts die unterschiedlichen Gebiete der Informatik, die das heute abdecken. Und man sieht auf einen Blick, und deshalb finde ich das Slide so gut, das ist nicht ein Gebiet, das sind ganz, ganz viele Gebiete. Und was wir aktuell noch sehen, ist, dass wir wirklich in Teilbereichen mit AI sehr, sehr gut sind und da wirklich große Datenmengen effizient verarbeiten können und daraus dann auch entsprechend clustern. Ich komme gleich zu ein paar Cases. Aber wenn wir uns so ein Kind anschauen von 3 Jahren, dann brauche ich nicht wie hier 9 Kinder, um das alles abzudecken, sondern da reicht im Endeffekt ein Kind. Das mal so als Einführung. Und ihr hattet auch schon so ein bisschen diese Gefahr, das mit der Diversität und dem Bias vorhin in der Anmoderation angesprochen. Und das treibt mich auch ein bisschen um. Ich bin aber schon so, dass ich sage, es gibt auch eine ganze Menge Chancen.
Und gerade so im europäischen, auch im deutschen Raum, ist es oft so, und mir geht es genauso, man denkt immer an den Terminator, das habe ich mal hier so aufgenommen, wo man denkt, okay, wir werden jetzt von Maschinen komplett beherrscht. Die Beispiele zeigen, wir müssen da aufpassen, ihr hattet auch schon einige erwähnt. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, das, was an Daten reingeht, das bringen wir als Menschen mit rein. Und wir können im Moment, wenn wir uns wirklich die Deep Tech Algorithmen anschauen, nicht immer eine Transparenz erreichen. Wir können es nur nachbilden. Und man muss, und da komme ich nachher nochmal zu, da auch gewisse Maßnahmen treffen. Nichtsdestotrotz, als ich mich vorbereitet habe und mal euren Konferenztitel eingegeben habe, poppte mir dann gleich im Browser hier diese 10 Technologien hoch, die die Welt retten oder den Planeten retten können. Das waren mehrere, ich habe es mal ein bisschen geschnitten, weil Artificial Intelligence am Ende kam, war aber die Nummer 1. Und ich habe heute mal einfach ein paar Cases mitgebracht aus unserem Portfolio. Das sind über 70 Cases, die so ein bisschen zu diesem Titel passen. Und das habe ich auch noch mal so ein bisschen gegliedert. Es sind jetzt nicht so viele Cases, so viel Zeit ist ja nicht, so für die Kernbereiche, wo mein aktuelles Team unterwegs ist. Wir hatten schon den Computer Vision Bereich, Natural Language Bereich, Signal Processing, also Audio Verarbeitung. Generell diesen ganzen Bereich Forecast und Recommendation. Und ich komme am Ende auch nochmal als Überleitung zum Panel nochmal auf Privacy und Explainability und vielleicht nochmal ein paar Worte auch zur Ethik, weil es ganz gut zu eurer Einleitung passt. Und ich starte mal mit dem Bereich wirklich Forecast oder Recommendation. Und mitgebracht habe ich da ein Case, aktuell nicht so schwierig bei der Lufthansa, muss man sagen, aber das könnte man sich auch vorstellen für Züge, für Busse, für irgendwas, wo man viele Menschen erwartet. Und zwar geht es darum, die Essensbedarf in Flugzeugen vorherzusagen. Das machen wir üblicherweise natürlich über die Passagiere. Und zu Hochzeiten der Lufthansa Group eine Vorhersage für sämtliche 30.000 Flüge der Lufthansa, die dann gehen. Unten mal aufgezeigt, wie machen wir das? Experten-Know-how fließt mit ein, natürlich die historischen Daten, dann ein entsprechendes Machine Learning. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir nicht ein Modell verwenden, sondern wir verwenden verschiedene Technologien. Und schauen immer, für welches der berechneten Modelle ist der Fehler am geringsten, nehmen dann das entsprechende Modell und dann geht es wieder nach oben. Wir haben dann die entsprechenden Informationen für den Flug, machen die Vorhersage und können dann die entsprechenden Passagiere bzw. Essen mit auf dem Spezialmenüs vorhersagen. Das hat natürlich zwei Effekte, zum einen im Catering-Bereich, die wissen, ganz klar, wie viel Lebensmittel muss ich einkaufen, brauchen nicht mehr einkaufen, als sie eigentlich benötigen, bereiten dann nur die Essen zu, die sie tatsächlich auch benötigen. Und dann während des Beladens des Flugzeugs, dass nur so viele Essen beladen werden, wie man tatsächlich benötigt und nicht zu viele, sodass man dann entsprechende Lebensmittel auch nicht wegschmeißen muss. Und das hat natürlich auch einen finanziellen Aspekt für die Lufthansa. Rechts nochmal, wie gut die Vorhersage war für zwei unterschiedliche Standorte in Bezug auf das, was man bisher bei der Planung hatte. Also es ist schon sehr, sehr deutlich, da kann man eine ganze Menge sparen. So im Durchschnitt waren das 5 Essen pro Flug. Der zweite Case, beziehungsweise eine Reihe von Cases, ich werde aber nicht auf alle eingehen, ähnlich wie bei der wie Heiko es erwähnt hat, haben wir natürlich konzernintern in einigen Einheiten auch eine Plattform, die natürlich entsprechende Security-Privacy-Sachen beinhalten muss und
Was es hier ermöglicht, ist, dass man sehr effizient skalierbar unterschiedliche Cases dann auf einer Umgebung aufsetzt. Und hier mal von der AirCargo so ein ganzer Workflow von der Netzplanung, was brauche ich tatsächlich für ein Netz, zur Kundenanfrage, also eine Vorhersage, welchen Preis nehme ich da, zur entsprechenden Buchungslage. Da kommt es insbesondere darauf an, so diese Short-Time-Buchungen, weil die kommen ad hoc rein und dann Flugzeug herzuzaubern, ist ein bisschen schwierig. Deshalb ist da eine Vorhersage sehr, sehr wichtig. Dann, wenn die Fracht angeliefert wird, da muss man wissen, man hat 3 Tage Zeit, die anzuliefern, damit entsprechendes Personal da ist, eine entsprechende Vorhersage, wann was angeliefert wird. Die Waage, das ist nochmal so eine besondere Situation, weil 10% der Fracht wird nochmal nachgewogen, weil das hängt, davon hängt der Preis ab und das Outbound, so ähnlich wie Inbound, auch wieder Personalplanung. Für all diese Sachen eine entsprechende Vorhersage auf einer Plattform und alles im Betrieb. Da sind inzwischen schon noch mehrere Cases dazugekommen und die Effizienz kommt natürlich über die Plattform, dass man nicht häufiger Daten integrieren muss und es zeigt ganz unterschiedliche Cases. Und wer in der letzten Woche so die Presse ein bisschen verfolgt hatte, hatte auch gesehen, dass wir als Lufthansa Industry Solution zusammen mit Volocopter und auch mit Microsoft an der Plattform für Volocopter, insbesondere für Daten- und AI-Cases arbeiten. Das ist jetzt noch nicht wie die Fälle, die ich sonst erzähle, im Betrieb, passte aber zum Topic, muss ich sagen, ganz gut. Deshalb habe ich es nochmal reingenommen, weil hier geht es tatsächlich um eine ganz andere. Es ist schon Flugtaxi, tatsächlich eines meiner Lieblingsthemen seit Jahren. Batteriebetrieben. Und wenn ich die AI hier betrachte, dann geht es natürlich ganz klar so ähnlich wie gerade bei unserer AirCargo um eine entsprechende Routenoptimierung in Kombination. Wie kann ich optimal mein Battery Management machen? An welchen Orten und wie kombiniere ich das Ganze? Und das klassische Thema, was man natürlich immer wieder hat, ist natürlich Predictive Maintenance für Flugtaxen, aber natürlich in der Lufthansa Group auch für die Lufthansa Technik und für die unterschiedlichen Cases. Dann komme ich mal zum nächsten Thema und das ist so das ganze Thema mit Kamera, Computer, Vision. Da haben wir ein mehr so Corona-Case, den ich mitgebracht habe. Und da geht es tatsächlich um Abstände, beziehungsweise hier, wie auf dem Bild, um die Zählung von Personen. Der Sommer ist leider in Deutschland vorbei, auf einem Strandabschnitt. Zusätzlich in Scharbeutz und in St. Peter-Ording hatten wir das umgesetzt, um sicherzustellen, dass nur die maximale Anzahl an Personen am Strand ist. Da kann man natürlich auch entsprechend die Abstände mit messen und einhalten und natürlich Datenschutz spielt hier eine große Rolle, natürlich anonymisiert, da komme ich nachher nochmal zu. Und als kleines Video habe ich das mal für Lufthansa Group, für eine Flugzeughalle mitgebracht. Auch da kann man das in Echtzeit natürlich erkennen, sehen, wie viel Personen halten sich in der Flugzeughalle auf und wie groß ist der Abstand, halten die auch entsprechend den Abstand ein. Ein weiterer Case auch aus dem Lufthansa-Umfeld ist auch ein Computer Vision Case in Bezug auf Erkennung von Essens und zwar Essensrückständen. Das könnte man sich aber auch für Restaurants vorstellen, über eine Kamera dann wirklich festzustellen, was hat der Kunde, der Passagier tatsächlich gegessen, was kommt immer wieder zurück, wie können wir für die zusätzlichen, sag ich mal, bei Restaurants für die nächsten Abende, was müssen wir planen, was wird gegessen, um zu vermeiden, dass man Lebensmittel wegschmeißt, als auch um im Vorfeld sicherzustellen, dass man nicht zu viel einkauft und dann ganze Essen noch wegschmeißen muss. Also auch nochmal so ein weiteres Beispiel.
Und der letzte Aspekt, den ich mitgebracht habe, und es leitet auch zum Panel über, ist der ganze Aspekt Privacy und Explainability. Und als erstes mal so ein bisschen unsere Ethik-Guidelines, weil es gibt ja immer so zwei Aspekte im Vorfeld bei AI, zu schauen, was kann ich als Mensch tun, welche Daten stelle ich zur Verfügung, kontrolliere ich das entsprechende System, und da gibt es ja auch die entsprechenden Guidelines der Expert Group der EU, auch mit einem entsprechenden, Tool, um zu sagen, das ist sehr also ausführlich, was muss ich da tatsächlich beachten. Wir haben hier mal so ein paar mit reingenommen. Das Allerwichtigste für mich ist immer die letzte Entscheidung, gerade wenn es Menschen betrifft, trifft immer der Mensch. Dann natürlich alles in Bezug auf Environment, in Bezug auf generelle Regulierung, die für uns natürlich eine Rolle spielen. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn man es weltweit betrachtet, ist Ethik natürlich auch immer verbunden mit Kultur. Also da haben wir ja auch ganz unterschiedliche einen kulturellen Hintergrund auf der Erde. In anderen Ländern. Also das muss man einfach nochmal mit im Hinterkopf behalten. Man kann das dann technisch noch machen, das hatte ich gerade schon gesagt. Es gibt auch schon Methoden, wo man, sag ich mal, sehr komplexe Systeme zumindest teilweise runterbrechen kann, zum Beispiel LIME als technisches System, aber das funktioniert leider nicht 100%. Wir können uns damit dann wirklich nur annähern. Und als letztes Beispiel vom Panel habe ich nochmal mitgebracht zum Privacy-Aspekt, gerade wenn ich Videos habe und sich Personen in den Videos befinden, auch die Möglichkeit, im Video selber in Echtzeit wirklich den Menschen hier aus dem Video rauszuschneiden, um den entsprechenden Privacy-Aspekt hier auch zu gewährleisten. Und das war es eigentlich von meiner Seite. Nochmal mein letztes Slide, so ein bisschen unser Team-Spirit. Natürlich Kunden im Mittelpunkt, natürlich Ergebnisse liefern, aber was mir auch immer wichtig ist, man muss mit einer Leidenschaft dabei sein und man sollte auch immer Spaß an der Sache haben, die man macht. Vielen Dank, Susan. Ja, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Vortrag.